weiteren Unboxing hier bei der Green Horde. Heute Halo Ground Command, der Covenant Wrath, also der große Panzer zum Covenant. Aufgeschnitten hatte ich ihn schon, andere Seite. Mehrere Bubble Wraps, eine Anleitung und mehrere Karten. Gut, schauen ähnlich aus. Plasma Mortar, Fuel Rod Battery, also mit Assault Gun Carriage und Anti-Aircraft. Und dann hinten jeweils die Punkte. 250 für beide. Immer als ein Element, nicht mehr. Kommen wir sie immer einzeln. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, dann hoffe ich nur, dass die so baubar sind, dass ich beides benutzen kann. Vermute ich aber schwer, das lässt sich mit Sicherheit irgendwie magnetisieren. In der Bauanleitung sieht man auch hier die zwei Geschützvarianten. Eins Mortar Turret und dann zwei das Anti-Aircraft Turret, bei dem man zweimal dieses Teil bauen muss und dann hier verkleben und hier halt einmal das und dann verklebt man das und dann steckt man die hier rein und kann da wechseln. Gut, hier hat man Elite Miner als Gunner dabei, da muss also wahrscheinlich irgendwo noch eine Metallfigur dabei sein. Das werden wir uns gleich anschauen. Base mit drei ganz kleinen, also zwei davon braucht man. Das ist das normale Base für ein großes Schiff in Firestorm Armada. Und jetzt öffnen wir das Ganze mal. Das hier schaut sehr nach Rumpf aus. Und der Rumpf ist dreiteilig. Oh, der ist gar nicht klein. Also, vorderer Rumpf. Heck. Da kommen dann irgendwie noch die Flügel ran. Hier vermutlich. Da sind runde Stutzen, da kann man die Teile vermutlich drehbar montieren. Und dann hier das gehört so rum. Also den Resin-Rocken muss man hier abbrechen. Zack. Und dann geht das hier rein. Jo. Passend tut's. Schaut schon ganz cool aus. Groß wird da. Verglichen mit den anderen Sachen, die wir bisher für das Spiel kennen. Jetzt hier. Resinteile. Und das ist eines der Waffensysteme. Wow. Gut, hier schaut es gar nicht so groß aus. Ne? Das ist der Aufsatz für das Anti-Aircraft Turret. Der klickt dann einfach dahin. Da unten ist sogar ein Slot für einen Magneten. Hier unten nicht, muss man einmal anbohren. Klick, Magnet da rein. Und dann die Turrets in dieser Form da rein. Okay, also so, das ist unten und da in der Mitte sitzt dann nachher das Teil. So ungefähr. Und oben drauf kommt dann die vier hier immer als Raketenwerfer und im Endeffekt sind das dann sogar drei Werfer pro Seite. Also hier kann einer rauskommen, hier und die, also jeden von dem und die sitzen dann hier, zack, zack, als Dreieck drin. Cool. Schick. Was braucht man noch und was kriegt man noch? Das sind die Flügelchen an den Seiten. Und jetzt fehlt mir noch der Elite Miner. Da ist noch was. Da ist ja Metallteile. Ja, wie zu erwarten. Hier ein Metallteil. Und der kommt dann einfach hier rein. Zack. Und das zweite Metallteil kommt vorne auf diesen den Waffenarm. Hier. Und zwar so rum greift es ineinander. Ja. Und vorne drauf kommt dann hier noch dieses Schild. So rum. Im Endeffekt. Das letzte Teil, was noch dabei war, ist so ein normaler Halter, der genau den Abstand für die beiden Flugstandhalter vorgibt. Und der dann hier unten reinkommt. Und dann nochmal das Ganze verklebt und damit stabilisiert, dass die beiden auch zusammenpassen.
Ja, die Flügel haben noch gefehlt. Ja, so klein sind die nicht. Ne? Damit wird dann noch massiger. Da muss man wieder was wegschneiden, bis der sauber hingeht. Da haben sie schon richtig große Angüsse. Die muss man sauber wegarbeiten. Nicht einfach brechen. Und hier kommt der von der anderen Seite das gleiche. Auch ein großer Anguss, dass ich den jetzt dann nicht sauber hinhalten kann. Den muss ich erst reinigen. Und die hinteren, die ja, haben dann hier an diesen runden Teilen, zack, damit kommen sie hier dran und könnten sich drehen sozusagen. Hier drehbar montiert. Ja, so dass man sie in der Position, in der man mag, montieren kann. Schauen cool aus, vor allem, die, dass es zwei Optionen sind, das wusste ich bisher nicht, so viel hatte ich mich gar nicht damit beschäftigt. Finde ich gut und austauschbar ist es natürlich umso besser. Ja, hat mich gefreut. Ich werde den jetzt zusammenkleben und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Der zweite, das war der Wrath, unter anderem heißt Phantom, nein, Scorpion. Der kommt auch demnächst. Bis dann. Ja, doch noch ein Outtake gemacht. Ich habe es gebaut. Hier ist er. Schaut richtig cool aus auf seinem Flugbase. Schweber. Ja, der muss dann noch tiefer rein. Das werde ich erst wirklich anpassen, wenn er Farbe hat. Und dann kommen hier die Waffen rein. Die muss ich noch anbohren, damit sie nach unten halten. Aber so schaut er dann als Mortar aus. Da ist noch eine Gusslinie. Und mit seiner Luftabwehr-Variante schaut er dann so aus. Cooles Modell. Ja, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.